So, und damit hoffentlich willkommen zurück. Lasst mich gucken. Passt, passt. Ton ist da. Aufnahme läuft. Nice. Okay. Gut, die Aufnahme noch. Dann noch eine Aufnahme und dann der Rest. Jetzt zoomen wir mal raus. Schaut sich die Veränderung an. Brutal wurde vernichtet. Einer weniger. Mordor hat noch vier Dinger. Hier gibt's noch ein paar Dinger. Das war's dann. Hole ich mir auch alles. Hier habe ich ein bisschen geschlafen, aber das geht tatsächlich noch. So, die rüber. Die da rein. Die da rein. Nach Osgiliath. Oder Osgiliath, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. So, der hier da oben kann tatsächlich jetzt eine Runde lang nicht angreifen. Dann schicke ich ihn hier und dann kann er darüber gehen. Und der kämpft sich weiter hier durch und gut ist, ne? Na, hier hinten bin ich ein bisschen schwach aufgestellt. Dann müssen wir rotieren. Truppenbewegungen ein bisschen verschieben. Oh, das schaut nicht gut aus. Aber ich habe da noch eine Idee. Ich schieb die einfach dahin. Schieb die da rein. Ha! Jetzt kriegt der ausgerüstet das Zeugs. Nice. Das ist eh noch viel besser. Und schieb die hinterher in dieses Land. Ja, dann kann er auch nichts mehr machen, ne? Dorthin ist besser. Dann kann ich so rumgehen und mir dann noch Mini-Wraith holen. Oder nee, Mini-Riath. Mini-Riath. Wie auch immer. Oh, Mini-Riath. Das klingt. Das könnte sein, Mini-Riath. So, der geht dahin, der geht dahin, der bleibt dort oben. Kann ich da noch was nachholen? Nicht wirklich. Egal. Der dort, passt. Gehört mir, gehört mir. Sie versuchen wieder Dol Guldur einzunehmen. Sie versuchen wieder Fangorn einzunehmen. Sie versuchen wieder Schlachten zu schlagen, die sie nicht gewinnen können. Und das die ganze Zeit! Warum tun sie das? So dämlich kann doch keiner sein. Nein, nein, nein. Sammelt euch, Elben! Bruchtal darf nicht fallen! Erobert dieses Land zurück! Einen Stein zur Hand! Baumaterial! Wo sollen wir bauen? Ich bringe das Baumaterial! Und wir geben wieder Kriegspunkte aus. Nein, Fähigkeitspunkte. Kriegspunkte sind zwar im Community Clash. Wir dürfen nicht wanken. Ich finde es das cool, dass Elrond recht schnell Führerschaft bekommt. Das ist ein ziemlich nützlicher Spell, Skill, whatever. Die Weitsicht ist ziemlich. Ja, es ist nicht schlecht. Wenn man zwei Weitsichten hat, kann man sehr schön scouten. Der Wirbelwind auf Stufe 7 ist sicher auch nützlich. Und die Wiederherstellung. Heilt Einheiten in der Nähe und füllt deren Spezialfähigkeiten-Time auf. Das ist krass. Gut. Die Elben haben nicht viele Einheiten mit Spezialfähigkeiten. Aber wenn auch Verbündete betroffen sind, stellt euch mal vor, ihr habt Menschen als Verbündeten. Wie viele Kasernen der baut? LOL! Kaserne, Kaserne, Kaserne. Dann hat er vielleicht die Waldläufer, die machen da den Pfeilhagel. Und dann wird das aufgefüllt, können sie gleich nochmal machen. Oder Helden, Gandalf, Wort der Macht, Instant Recharge, BAM! Das ist halt saumächtig. Das ist halt wirklich sehr mächtig. Die Menschen sind verfluchte Bestien. Ich kenne da jemanden, einen fiktiven Charakter in Tiergestalt, der würde dem wahrscheinlich derzeit zustimmen. Tja. Gewonnen! Verfluchte Bestien. Tja, so ist das. Ja, das war eine sehr schnelle Partie. Das wird nicht minder schnell. Nicht minder schnell. Nicht minder schnell. Wow. Da fängt mein Gehirn an zu rattern. Bei so einer nicht minder schnell. Das ist kompliziert. Was ist nicht minder schnell? Müsste ja genauso schnell sein, ne? Also nicht weniger schnell. Nicht weniger schnell. Deswegen habe ich das nicht gemacht hier Informatik. Weil da braucht man so eine Logik. Und wenn man die nicht wirklich dauernd versteht, ne, mit diesen Implikationen, die halt dann wirklich teilweise echt komplex sind, für mich. Deswegen habe ich das nicht genommen.
sondern Wirtschaftsinformatik, was ein bisschen einfacher ist. Für mich. Nicht minder schnell. Nicht minder schnell. Nicht weniger schnell heißt umgekehrt nicht weniger, also mindestens genauso viel. Ja. Müsste mindestens genauso viel schnell sein. Kam da oben, oder? Und da werden die nie durchkommen. Vor allem, wenn sie so reinrennen. Idioten. Oh, das ist die Musik, die am Anfang von Osgiliath kommt, ne? Die ist richtig nice. Ich mag diese Flöten? Pfeifen? Panflöte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es klingt richtig, richtig nice. Ja, die Osgiliath-Szenen waren auch richtig cool. Da hat man die Schlachten und das Kriegen und so echt gut mitbekommen. Im Herr der Ringe-Film. Das war. Sind, glaube ich, mitunter meine Lieblingsszenen im gesamten. In allen drei Filmen, die Osgiliath-Szenen. Weil da sieht man halt, okay, die versuchen, ihr Land zu halten und Gondor zu beschützen. Und da an diesem Fluss. Pff, aber es sind so viele Orks, ne? Das ist krass. So, nur für den Fall, dass er denkt, hier könnte mit Reitern irgendwie. So. Nein, der muss zuerst weg. Und der muss auch weg. So, gewonnen. Also es läuft, ne? Der Ring kriegt ja so gut wie geschafft. Ich mache jetzt mal ganz kurz das Fenster wieder zu. Dann strecke ich mich. Aber es läuft ja, ne? Die Befehle sind ja gegeben. Auch wenn da unten ein paar Einheiten sterben, aber nein, das kommt vor. Jetzt konnte ich nicht mal schauen, wie schlimm die Einheiten von mir gestorben sind, aber ich glaube, es geht. Müsste. Ich glaube, da kann man bis 27 ausbilden, oder? Weiß ich nicht, kann ich gerade nicht anschauen. So, was machen wir noch? Nochmal Dol Guldur. Zum x-tausendsten Mal. Ich werde halt wieder rausrennen und wieder alles töten. Und gut. Aber diesmal mache ich das Türsche zu. Diesmal mache ich das Türsche wirklich zu. Die Tore. Ja. Die Tore werden geschlossen, weil wir sind hier nicht bei einem Weihnachtskalender. Weihnachten ist vorbei. Wo jeder hier öffnen kann, was er will. Gibt es so Leute, die machen einen Weihnachtskalender, die holen sich oder kriegen einen Weihnachtskalender geschenkt und öffnen gleich alles. Kann man auch machen. Entspricht zwar nicht dem Sinn und Zweck eines Weihnachtskalenders, aber was immer jemandem Spaß macht. So, hier geht's dahin. So, die werden Gruppe 1. Zack, zack. Und wo sind meine Hobbits? Die nerven mich schon wieder. Da sind sie. So. Es müsste passen. Also. Türsche zu. Das Türsche machen wir auch noch zu. Tor von Dol Guldur. Nein, Nebentor. Nebentor von Dol Guldur. Wir kommen. Eklig. Wir kommen hierher. Will keiner wissen. Wer hätte gedacht, dass Hobbits so versaut sind? Wer hätte das gedacht? Der hat mir hier hinten einen Malorenbaum kaputt gemacht. Sau rein. So, nachdem er weder links oben noch rechts unten ist, muss er links unten sein. Das heißt, die Falle, die ich unbewusst, nein, ja, unbewusst und ungewollt aufgestellt habe, wird jetzt zuschnappen können.
passt, finde ich gut, gefällt mir. Kriegt ein Like, Daumen rauf, Share, Like, Subscribe. Na, wie immer. Mir ist das nie aufgefallen, dass hier so komische Pfostenholzstamm-Dinger sind. Die hat's auch hier am Tor irgendwo. Hier, an der Treppe, meine ich. Hier hat's die auch. Auf der Seite auch. Hier unten nicht. Dafür hängen hier Skelette. Zweimal das gleiche. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Ich bin bereit. Bin schon unterwegs. Ja, wo ist denn jetzt der Feind? Ah, da unten ist er. Die armen Orks. Das ist der feindliche Stützpunkt. Spin, nehmt euch in Acht. Spin, spin, spin. Sägewerke, Schlachthäuser. Ist es nur einer? Ah! Lustig. Das heißt, die Orks haben sich zurückgezogen und Mordor dachte sich, nö, ich greife an. Da hat die KI nicht gut miteinander kommuniziert. Also wirklich nicht. Das ist ja sauschlecht. Naja, soll mir recht sein. Da ist der Mund Saurons gestorben. Mal sehen, ob sie den Baumeister noch rechtzeitig töten. Ja. Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert. Nein, einer unserer Feinde ist besiegt. Tja, das falsche Zitat. Aber auch das kommt vor. Manchmal. Manchmal passiert das einfach so. Jetzt muss ich nur ganz kurz schauen. Hab nämlich schon wieder gar keinen Überblick. Okay. Bei wie viel bin ich überhaupt? Okay. So. Dann kämpfen wir hier gleich. Das Lustige ist, es ist mir jetzt schon voll egal, wo ich kämpfe. Ich renne nur noch in die Schlachten rein, zerschmettere meine Feinde mit der Faust der Gerechtigkeit. Und das war's. Sie sterben einfach. Oh, es regnet. Oder... jemand hat Angst, es könnte regnen, weil der Boden nass ist. Da läuft nämlich jemand mit einem Regenschirm durch die Gegend. Immer ein Zeichen dafür, dass jemand Angst vor Wasser hat. Ja, wenn jemand einen Regenschirm benutzt, dann könnt ihr euch sicher sein, der Typ oder die Frau oder wer auch immer ist gemacht aus Zucker. Das sind dann die süßen Menschen. Das Traurige ist halt, tatsächlich jetzt derzeit in dem Ringkrieg, dass ich nicht mal dazu komme, wirklich Fähigkeiten einzusetzen, weil die Schlachten immer so schnell vorbei sind. Ja. So schaut's aus. Ist aber auch nicht so schlimm. Das Gold brauche ich auch nicht, interessiert mich. So. Und es sieht halt gerade so aus, als wäre das Spiel viel zu leicht für mich. Sobald ich auf 202 wechsle und da den brutalen Modus reinballer, die Schwierigkeit potenziert sich unglaublich schnell, krass, abartig, heftig. Ist wirklich so. Da, sie greifen wieder an, der Feind kommt über uns. Will auch eigentlich keiner wissen, ob der Feind jetzt über einen kommt oder nicht, ne? Das sind alles so Geschichten, wo man sich denkt, muss das sein? So, mach mal deinen Pfeilhagel hier. Gut. Wenn es so weitergeht, wow! RIP Hexenkönig. Wenn es so weitergeht, wäre ich der anzüglichste YouTube-Kanal. Bilingualer. Der anzüglichste bilinguale YouTube-Kanal Deutschlands. Null. So, sieht aber eigentlich für mich ganz gut aus.
Nur langsam tut mir mein Kopf weh. Nach 2 Stunden so viel reden, kriege ich zum einen Kopfschmerzen und zum anderen drückt das Headset auf die Ohren und hier oben irgendwo. Ganz eklig. Das ist wie so ein Eisenhelm, der Gedanken und alles drückt und dass dein Kopf platzt. Wie eine Melone, die aus dem 10. Stock rausgeworfen wird und dann platzt die auf und überall splattert alles hin, so fühlt sich's gerade an. Also nicht so schlimm, aber von der Intensität nicht. Aber von der gefühlten Vorstellungskraft meiner, ich will jetzt nicht sagen Schmerzen oder so, aber meines Unbehagens. Ich finde ja so Worte eigentlich ziemlich cool, so Unbehagen. Wer sagt sowas heute noch? Heißt nur, ja, mir geht's kacke. Bleh. Aber ich fühle mich unbehaglich. Es hat so viel mehr Kraft, so viel Ausdrucksstärke. In einem anderen Leben wäre ich vielleicht ein Poet geworden. Obwohl mir Reimen und sowas gar nicht liegt. Ich finde nur einfach Worte interessant. Worte finde ich interessant, aber so Sätze und Konstrukte und so, pff, nee. Naja, Sätze noch so ein bisschen, aber eher so, was man mit Worten ausdrücken kann. Und da muss ich sagen, auch wenn Englisch jetzt... Ah, schon wieder die Hobbits. Auch wenn Englisch für jeden Zustand, für jedes Wort ein eigenes Wort hat. Also da gibt's ja manche Wörter, stehen ja für 8 verschiedene... Oder für 8 verschiedene... Also das ist schon... ne? Aber im Deutschen geht es teilweise auch, dass du da finde ich dann die deutsche Sprache wieder echt irgendwo schön, weil es so viele Worte gibt, mit denen man halt arbeiten kann, wenn man das möchte. Man kann sagen, es geht dir scheiße, ja, nö, toll. Lasst euch nicht einschüchtern. Aber man kann das teilweise auch ein bisschen besser sagen. Na, das geht auch. Wir haben ein neues Baumaterial. Bin schon unterwegs. Werkzeuge haben das Gebäude fertiggestellt. Naja. Der feindliche Stützpunkt. Die Brutstätte der Dunkelheit, auch wenn es hier eigentlich bloß Menschen sind. Nein, es sind doch Orks dabei. Tja, der Boromir wird schon wieder in sein Horn pusten. Ich habe bewusst pusten gesagt, um nicht anzüglich zu sein. Jetzt will ich, dass das honoriert wird. Ich möchte von euch honoriert haben, nicht entlohnt oder ent... Es gibt ja das Wort Entgelt. Entgolten? Ja, ich will es von euch nicht entgolten haben. Weil entgeltet wird es nicht sein. Und entgelten auch nie. Also entgolten müsste es. Ich will es nicht von euch entgolten. Aber... Was war das andere Wort, was ich gerade eben vor 2 Sekunden noch gesagt habe? Honoriert haben. Und honoriert ist auch so ein interessantes Wort. Kommt nämlich anscheinend von Honor, was Englisch für Ehre ist, so ungefähr, nicht ganz, aber doch eigentlich Ehre, ja. Das heißt, ich will es geehrt haben, aber man sagt halt honoriert. Ist aber ein deutsches Wort, obwohl halt Honor Englisch ist. Finde ich, also soweit ich weiß, das sind so, ich mache das voll oft, voll gern, einfach so dieses Rumspinnen mit Worten, wo kommen die her, was sagen die aus, was könnten sie bedeuten. Für mehr Worte müsst ihr aber mehr auf die nächste Folge warten. Das tut mir jetzt sehr leid, aber die Zeit ist um. Tja. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.